Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part. Uppala, Persona 5 Royal, da haut's mir gleich das Gamepad aus der Hand. Jetzt liegt es irgendwo weit weg und wir können weitermachen. So, beim letzten Mal sind wir hier in Okumaros Palast gegangen, haben hier einen furchtbaren Palast abgeschlossen, einen furchtbaren Boss bezwungen und hiu! So, kurz das Gameplay wieder aufkommen. Also, Okumaros Dungeon ist besiegt. Er hat nochmal hier eine Suizid-Haru hier neu gehabt, das Stick. Und wir haben es zum Glück geschafft. Und nun, so wie sei gesagt, ein Happy End wird es leider nun nicht geben. Aber das werdet ihr sicher gleich selber sehen. Also, wird immer noch neue Skills. Oh, Deathbound. Das machen wir natürlich anstatt hier den Tempoangriff. Oder? Ja, genau, das ist nämlich cool. Das geht. Jo, Deathbound. Dann haben wir tödlicher Zorn. Was ist das? Heftiger körperlicher Schaden gesteigert nach Übergabe. Die Skills hätte ich jetzt alle gebraucht, aber. Sei sie wieder ein Stückchen zu spät. Nun gut. In the end, I am just one more in a lineage of failures. I will contact your fiance and rescind the marriage offer. This may be the end for Okumaro Foods. Forgive me, Haru. Father! You were behind all the breakdowns and mental shutdowns, weren't you? I admit I spent large sums of money to help my company grow, and to crush business competitors. Answer me, dammit! Did you do it or not? Not personally, I had a contract. All I did was make the requests to have them eliminated. Requests? Then there really is a mysterious criminal in people's palaces after all. So it's true. What kind of contract did you form? And with whom? Come on, stop crying and tell us! Warning. Damn it, why now? Mr. CEO, can't you stop that thing? Oh well. We can't just throw our lives away like this. Look, up there! We've taken your treasure. Huh? There's one more thing you need to tell us. Have you seen this criminal's face before? We don't got time to get that out of him! We'll just have to inquire about it back in the real world. Panther! Shouldn't we bring Father with us? Don't worry, he'll be fine. We'll end up dead if we're not out of here soon, though. Only you can follow through on your own responsibilities. That is what you've taught me, Father. Will we make it? Probably not. Actually, I think it's impossible! We're counting on you, Mona! My heart is still pounding. We did a great job in there. You know, Morgana, you seemed almost normal when you took the treasure. Oh? The truth behind the mental shutdowns remains unsolved, though. Okumaro wasn't the culprit. Still, he did mention requesting people to be eliminated. He has to know who's responsible. Mom. Is this...
His treasure was a plastic model kit? What's the matter? I remember Father telling me something before he changed. He said there was a model kit he really wanted back when he was a child. But no matter how much he begged my grandfather, he never got it. Your family could get, like, 1,000 of those kits, though. Okumura Foods has been around for generations, but it was a small company until my father took over. My grandfather was a good man, but not the best businessman. He'd even lend money with no collateral. It seems the debt collectors were a frequent presence when my father was young. Well, that must be why. Why Okumura was so willing to pursue his own happiness at the expense of others. Whoa! This thing's insane! It is a staggering price. I've heard this can happen to collector's items, but still. People are gonna pay that much for a plastic toy?! By the way, when exactly is the change of heart supposed to happen? Soon. That's all we know. We'll just have to wait and see what happens until then. Once he has his change of heart, we'll surely be able to find out who's behind the mental shutdowns. Yes, exactly as you planned, sir. Everything. From the Phantom Thieves targeting Okumura, to them changing his heart. We've lost a convenient source of income, but I'd rather not risk his connection coming to light. Okumura was not fit for the political world to begin with. He should have just behaved himself. Of course, without fail, sir. I've requested that he handle the matter. Arrangements have been made. A sudden mental shutdown will occur at just the right time. We'll dispose of our disappointing connection and the Phantom Thieves at once. Two birds with one stone. I've actually been thinking a bit about my actions this time. I was way too worried about who I am and how I don't compare to the other members of our group. Turns out I just don't have any guts, huh? Thanks. I think the reason I was so hung up on wanting to be human is because I needed a goal of my own. Well, not a goal per se, but something bigger. I guess more like a reason to live. But now that I'm sure I belong with the Phantom Thieves, I know what I want to do. Do you know what it is? That too, eventually. I'm going to do whatever I can to make sure the Phantom Thieves succeed. In other words, our goals are in alignment. From now on, I'm not going to hold anything back. You'd better put some effort in too. Don't make me regret my choice. All right. Plus, I want Lady An to be happy. If my actions can help her achieve happiness, that's more than enough for me. I hope you're not thinking about how sappy all of this is. Well then. Geschafft. Jetzt können wir nur noch auf Okumaras Sinneswandel warten. Ich wollte euch allen für heute danken. Ebenfalls. Du musst erschöpft sein. Geh heute mal lieber früh schlafen. Hey, wir sollten uns mal wegen Haros Willkommensparty besprechen. Wir hatten doch beschlossen, sie in Ruhe zu lassen, der Schwachkopf. Danke für die Anteilnahme, aber mir geht es gut, versprochen. Solange es dir gut geht, Haro, willst du noch irgendwo hin? Ich würde gerne mit den anderen auf das Schulfest gehen. Das der Studentenschule? Hm, da würde ich auch gerne hin. Abgemacht. Wir haben uns noch gar nicht auf einen Gast geeinigt. Einen Gast? Irgendjemand Berühmtes? Moment, gehören die Fanfies etwa auch zu den möglichen Kandidaten? Wie sieht's aus, willst du hin? Das ist ein bisschen übertrieben. Du lässt dich viel zu sehr hinreißen. Sag doch sowas nicht. Was für eine dumme Idee. Oh, eine Vierer-Kombo. Tut mir leid. So ist er halt. Okay, ach stimmt, wir haben wieder blöde Einkäufe gemacht.
Also, ein, zwei Sachen, die jetzt auf uns zukommen werden. Punkt Nummer 1. Wir haben es gesehen. Der Mann in Schwarz ist aufgetaucht und hat Okumuro ermordet. Im Gegensatz zu sonst immer, wenn der Schatten sich hier aufgelöst hat und zu seinem normalen Körper zurückgegangen ist, ist nun Okumaru gestorben. Doch was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für Okumaru? Was bedeutet das für die Zukunft der Phantom Thieves? Hallo, alle sind im Phantom Thief Fieber. Das ist heißer Phantom Thief, richtig angesagt. Es geht darum, sich fantastisch und dennoch geheimnisvoll zu kleiden. Die Mädels lieben diesen Look, was? Ja, wäre ich 20 Jahre jünger, würde ich mir auch einen der Phantom Thieves das Herz stehen lassen. So, jetzt muss ich erst mich von Kawakami massieren lassen, genau. Also, es ist jetzt im Endeffekt, wie gesagt, so, dass wir an unserem Höhepunkt sind. Wir sind populär auf der ganzen Welt, aber die Masse schwingt langsam gegen uns. Und das Ding ist, jemand hat das geplant. Jemand wollte das. Jemand hat es genau darauf angelegt, dass wir, wenn wir an der Spitze... Oh. Ja, aber ich kann Kawakami nicht waschen lassen. Wieso kann ich das denn machen? Irgendwie geht es nicht mehr. Vielleicht, weil ich hier heute schon was machen habe lassen. Also, es ist zumindest jetzt so, wie gesagt, dass es im Endeffekt eine sehr fragwürdige Sache ist. Was ist denn? Ja. Yeah. So, das hat mich jetzt gerade gewundert. Also, wir haben eine Sache definitiv gelernt. Warte mal. Haben wir hier Ressourcen? So, Curry können wir nämlich machen. Beauftragen wir Kawakami, weil Curry ist nämlich das coolste Item, weil es heilt SP und zwar von der ganzen Gruppe. So, Kawakami, nicht vergessen den Herd auszumachen. Somit, oh ja, gehen wir jetzt auf die nächste S-Link-Stufe, das müssen wir natürlich ändern. Und dazu, also jetzt kommt sehr viel. Jetzt kommt richtig viel. Das Schulfest steht an, das ist eines der amüsantesten Sachen und natürlich auch eine der dramatischsten Sachen. Dort wird dann die Geschichte in eine gewisse Richtung gelenkt, so viel sei gesagt. Zum anderen, ja, will ich schon zu viel verraten? Ach nee, lassen wir es einfach dabei. Wie gesagt, es wird halt sehr viel Amüsantes haben, aber es wird auch sehr Ding sein. Und der nächste Dungeon ist der Wendepunkt des Spieles. Und es ist auch eine der geilsten Dungeon und... Ja, ich würde es als meinen Zweitlieblings-Dungeon hier bezeichnen. Also, da war dann schon einiges cooles Zeug in nächster Zeit. So. Aber, erstmal gehen wir zum Mishima. Apropos cool und cooles Zeug und so. So, letztes Mal waren wir hier in seinem Mementos und haben seinen Schatten gesehen. Und jetzt schauen wir mal, ob es ihm hier besser geht. Oh, Dragoner. Oh, richtig. Können wir uns über neulich unterhalten? Na, ich habe keine Zeit für dich, du Lappen. Na, wir machen das schon, aber... Ich habe keinen Mondpersona. Mich hätte es ja nicht gewundert, wenn der Ego mich hier gleich wieder begrüßt mit irgendwelchen schlimmen Sachen. So. Also, ich brauche den Eremiten, brauche ich den Teufel, brauche den Berater, brauche ich jetzt nicht, weil da kommen ja eh aktuell weiter mal. Sonne brauche ich nicht. Tower brauche ich, Gehängte brauche ich, Lava, aber die sind ja eh unsere, die behalten wir. Mein Raganda taucht mir so sehr, Mann. Kann ich da irgendwas Cooles machen? Horus. Oh Gott, was ist das? Looks pretty tough. Ach, ein Horus können wir uns machen. Oder? Ja. Warte mal, wir hätten... Ishtar! Oh! Achso, ich will die Ishtar haben. Ich hätte gerne lieber die Ishtar. Trompeter, solche Person, das opfert man doch nicht. Was kann ich aus meinem Mithras machen? Irgendwas Cooles? Norn, das... Na, Yolunga. Looks pretty tough. I see. A strong persona indeed. Ne. Na, da kommt nichts Geiles raus. Also dann, du mir hier anat. Ah, wo hier dann? Der ist ja wieder jemand anders. A strong persona indeed. Ich dachte schon, ich kann meine Ishtar fusionieren, Mann. Ishtar so awesome, Mann. Ishtar ist nämlich der stärkste Persona des Sonnen.
der Liebe, Verzeihung, und das ist so, die ist so cool, Mann. Wo war ich denn jetzt? Anata und Ahurus, genau. Ja, machen wir das Agilos hier dann. Hm, das ist ja noch gar nicht schlechtes Skill. Machen wir noch den hohen Konter. Und zack. Er leuchtet, ich kann ihn nicht mehr kennen. Brauchen wir zwar nicht, aber auch mal. Ist ja schon wieder so ein Persona. Ja, aber er kann Migidalu, das ist natürlich mal ein schöner Skill. Hammerboost ist auch nicht schlecht, wenn man das kombiniert. Ach, tu mal die Blitzbombe weg. Mal. Was ist das? Stellender Übergang. 20 ist... Ist ein hammergeiler Skill. Das ist echt ein geiler Skill, jetzt mal ungelogen. Kenne ich gar nicht. Ist sehr geil. Es ist unmöglich, alles in Persona zu kennen. Jetzt kann ich mir so hammergeiles fusionieren, irgend so ein badass Persona. Nö. Nö. Ternenbock, glaube ich. Der sagt mal irgendwas. Der ist, glaube ich, stark. Also, mein Horus und Mithras würde ich gerne fusionieren. Weil die brauche ich beide nicht, oder Bell... Na, Belphegor brauche ich, ja. Ich will die Seelenkette haben. Und ich Amon, wenn schon, Kogan. Das ist mein neuer Lieblingsskill, Mann. Das ist die ewige Schlange, oder? Irgendwie sagt mir die auch was, Mann. Irgendwie kenne ich alle Personen, weil die irgendwo schon mal aufgetaucht sind und mich gelangweilt haben, weil sie meine Feinde waren. Ich brauche weder Tetra-Buch noch Elektro-Buch. Die Ginge, also wenn du auf den Gegner der Tetra einsetzt, das sind nur Standard-Ginger, wenn das Bosse machen würde. Oh, dann würde ich hier aufgeben. Wären immer hässlicher, die Gegner. So, dann muss ich die eigentlich registrieren. Eigentlich nicht, oder? Nö. Dann gehen wir auf Personen stärken. Mein Yamato Roshi und ich opfere. Oder mein Grimmy. Mein Grimmy. Aber ich weiß gar nicht, wieso Grimmy Color aktuell nur abwehrt. Normalerweise hat er immer die Sachen reflektiert. Verstehe ich jetzt nicht. Muss der echt dazu den Skill haben? Das wusste ich gar nicht. Man lernt nie aus. Aber trotzdem. Grimmy nach oben. So. Mudum würde ich da fast eher behalten. Tarunda. Ja, ich habe keine geilen Skills mit ihm. Das ist aktuell das Problem. Aber jetzt kann er. Oh, alter Mann, der kann ja Seelenkette. Jetzt wird schwer. Also Todesmonster und Sturmwind sind ganz wichtig. Agidain ist in Ordnung. Den hohen Konter brauche ich jetzt nicht mehr, weil er kontert eh automatisch. Ja gut. Zack. Okay. Schon wieder mal gleich mal sympathischer. So, und jetzt kaufen wir uns noch einen Mondpersona, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich einen brauche, aber wir nehmen halt einen mit. Zack, und dann haben wir schon wieder. Man kann ja 100.000 Jahre in diesem blöden Kompedium sich rumschlagen, aber wir sind inzwischen schon auf einem respektablen 45% sind wir hier. Das ist ganz gut dafür, dass ich mir jetzt nicht allzu viel Mühe gegeben habe. Okay, dann sparen wir nochmal. Aber wirklich, es war mein Fehler am ersten Durchlauf von Persona, dass ich mich nicht so richtig um die Fusion gekümmert habe. Da hatte ich irgendwie 30% am Ende. So, also Machina, Rainware. Ich weiß zwar nicht, ob ich Mond-Persona brauche, aber zur Sicherheit nehme ich einen mit. Ich habe über Akiyama-Kun nachgedacht. Ich will seinen Sinn nicht wandeln. Naja, ich wollte genau dasselbe sagen. Ich meine, ihn ins Visier zu nehmen, würde euch nicht mal berühmt machen. Es wäre praktisch sinnlos. Denk nicht immer an Ruhm. Warte, wo weißt du das? Oh, ich weiß. Ein Dieb, der Herzen stehlt, versteht natürlich, was in einer Psyche vor sich geht. Weißt du, ich habe die Fanseite angefangen, um eure Botschaft der Gerechtigkeit zu verbreiten. Aber schon bald wollte ich auch nur
euch nur noch helfen, damit ich selber berühmt werde. Wobei das vielleicht von Anfang an der wahre Grund war. Ich weiß nicht, ich dachte, ich würde es aus Respekt vor euch machen. Aber tief drin wollte ich wohl einfach der Welt zeigen, dass ich nicht nur eine dumme Null bin. Toll, wozu das geführt hat. Ich bin ein egoistischer Loser, der sich verzweifelt an eure Beliebtheit klammert. Ich habe es nicht verdient, mit den tapferen Fantafys zusammenzuarbeiten. Also, danke für alles. Bis dann. Ah, das ist mein Mishima. Mann, da habe ich echt Dreck gefressen. Ich bin so ein Idiot. Ich kann nicht einmal richtig wegrennen. Die Arbeit mit den Fantafys hat mir das Gefühl gegeben, ich kann selbst die Welt verändern. Aber es wart immer nur ihr. Ich bin immer noch so machtlos wie eh und je. Das ist die Wahrheit. Kann ein erbärmlicher Loser wie ich Leuten wie euch wirklich je helfen? Vielleicht die Fanzeit? Das ist es. Meine spezielle Gabe ist es, die Fanzeit zu verwalten. Aber es soll nicht mehr um PR gehen. Die Seite muss vor allem ein sicherer Hafen für Leute sein, die echte Probleme haben. Dank Kamoshida weiß ich, wie schwer es sein kann, sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren. Solange es Stimmen gibt, die die Phantom Fees um Hilfe bitten, helfe ich ihnen, gehört zu werden. So, erhöht im Kampf die verdienten EP beträchtlich. Das sind mal meine Skills, die ich haben will, mein kleiner Mishima. Jedenfalls vergessen wir Akiyama Kunasti, okay? Die Gerüchte über ihn machen mir immer noch Sorgen, aber ich werde weiter recherchieren. Übrigens, ist er nicht so mies, wie er gerne tut. Zu seiner Freundin ist er wohl total süß. Ist das zu glauben? Sie reden sogar schon seit der Mittelschule davon zu heiraten. Ich bin ehrlich gesagt richtig eifersüchtig. Well, see you later. Der Mishima hatte ja also einen Sinneswandel, ganz ohne dass wir richtig eingriffen haben. Eudragonel, die Sache, die ich über Akiyama-kun erzählt habe, ist tatsächlich wahr. Das war nicht nur ein Gerücht, die Musik passt hier gerade gar nicht rein. Es gibt einen Post von einem Mädel auf der Fanseite und ich nehme an, dass er von Akiyama Freundin ist. Da steht, die macht sich Sorgen um ihren Freund, der mit komischen Typen abhängt und sich seltsam benimmt. Okay, passt doch die Musik. Um ihn zu seinem Ziel zu machen, reichen diese Informationen wohl nicht. Ich schaue mir das genauer an. Irgendwie besorgniserregend. Ja, oder? Ich muss natürlich erst ein paar Beweise kommen, aber wir können einen Hilferuf auf der Fanseite nicht einfach ignorieren. Haha, mir war nicht klar, dass die Fanseite mir so viel bedeutet. Danke, Dragonel, weil du mir geholfen hast, hierher zu gelangen. Okay, machen wir weiter. So, ciao. So, mein Kaffee ist natürlich auch fertig. Mein Curry ist ja heute fertig. Verzeihung. Ich hoffe, das ist genauso gut wie das von unserem werten Sojiro. Looks like we made a great miscalculation, inmate. Contrary to our assumptions, it seems you have turned out to be quite promising. Your powers continue to grow, as do the relationships you hold with your contractors. It seems the rehabilitation is proceeding at a fine rate. You are quite the cautious one. Allow me to warn you on one matter. Being at the peak may mean you are mere moments from your downfall. Unexpected situations are necessary in a game, after all. Dream again. What the hell? I'm human. I have to be. There's no way I was born like that. I won't let myself get worked up over some dream. I'm sure everything will be clear if we can get to the depths of Mementos. Well then.
Also, gut, ja, wir haben Ziele im Mementos. Aber um die kümmern wir uns jetzt definitiv. So, wir machen heute natürlich Shinya weiter, aber wir machen noch eine andere Sache. Und zwar... Zack, warte mal. Holen wir uns das Billardbuch. Mir ist ja wieder aufgefallen, wo dieser blöde Sportsladen ist. Da können wir auch nochmal hingehen. Also, liebe Leute, ihr seht, es ist genau, ja, wie ich hier schon leider angedeutet habe, am höchsten Punkt kommt unser Niederfall. Umso weiter man aufsteigt, umso weiter geht es nach unten. Achso, TP, ich dachte SP. Sonst wäre das ein geiles Item. Es gibt so wenig SP-Item in dem Spiel, ist so fies. Und wenn wir nicht aufpassen, wird uns das auch passieren und wir werden hinabstürzen. So, heute kümmern wir uns aber erstmal um das Training hier mit unserem Wirt Shinya. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, sollten wir nicht aufpassen, dann passen wir auf. Und die Prophezeiung, die wir ja bekommen haben, hat sich jetzt gar nicht mal so gut angehört. In der Seite, ja, das kennen wir doch schon. Also. Aber du wirst trotzdem immer besser, den Dragonessern. Trainierst du heute auch? Natürlich. Sensei, sag mir, was ich machen soll. Okay, dann spielen wir nur ein Pity. Hey. Wie geht es den Phantom Thieves? Klingt, als hätten sie wieder einen Erfolg zu feiern, oder? Cool. Der Krieg läuft immer noch. Wahrscheinlich, weil sie mich für schwach halten. Ich wäre gerne so stark wie die Phantom Thieves. Hey Junge, du bist vielleicht klein, aber du hast echt eine große Leistung gezeigt. Was? Groß sein ist also besser? Ha, mein Fehler, so habe ich das nicht gemeint. Ich dachte nur, wir könnten Freunde sein, weil wir beide Gamer sind. Ich heiße Takekuma. Ich lebe mehr oder weniger vom Gaming. Schon mal von mir gehört? Hä? Takekuma? Der Profi-Gamer? Ja, du bist der Typ aus den ganzen Videos im Internet. Und dich nennen sie King, oder? Ich wollte schon immer mal gegen dich spielen. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich meine, wenn ich dich besiege, geht dein Rang sicher auch runter. Und ich kann es nicht brauchen, weil die Leute mich bashen, weil ich ein Kind mobbe. Du hast mich gerade schwach genannt. Jetzt reicht's. Wir spielen. Ich verliere nicht. Ich habe vom King nichts anderes erwartet. Okay, legen wir los. Ich gewinne. Ich muss einfach. Wie? Der King wird vernichtet. Das ist Takekuma, oder? Der ist der Wahnsinn. Was macht er eigentlich mit seiner einen Hand, der Takekuma? Kratzt er sich an der Nase, oder? Oh, automatische Deluxe. Ich habe nicht getroffen. Der King hat verloren. Der König ist tot. Lang lebe der neue König. Das hätte ich. Spielen wir nochmal. Alles klar. Wow, 10 Niederlagen in Folge. Der King wurde total vernichtet. Haha, so komisch. Ein Spiel noch. Wir können noch so oft spielen. Das Ergebnis bleibt immer gleich. Hören wir lieber auf. Ist besser für dich. Halt die Klappe. Du hast geschummelt, oder? Ja, gib sie. Mein Pferd, ich hau mir eine rein. Oder? Ich hätte gar nicht verlieren können. Mann, der King ist wohl doch nur ein kleines Kind. Ich hab dich überschätzt. Aber ich gehe jetzt, sonst kriege ich noch ein schlechtes Gewissen. Üb, da schön fleißig fürs nächste Duell. Verdammt, der will mich wohl verarschen. Richtig an ihm. Das werde ich. Am Ende gewinne ich. Wenn ich verliere, bin ich erledigt. Nächstes Mal schlage ich ihn, ganz sicher. Das ist denn noch nicht vorbei. Aber am Ende gewinnt der Stärkste, genau wie die Phantom Thieves. Pass nur auf, nächstes Mal gewinne ich ganz sicher. Ich bin kein Loser. Du wirst es schon sehen. Also, Gamer mit Skill, dann zeig mal, wo dein Skill ist. Scheiße, so spät schon, ich muss los. Mann, aber dieser Takekuma. Sag mal, vielleicht soll ihm. Ein Erwachsener sollte nicht so viel Zeit mit Videospielen verbringen. Bist nur neidisch auf ihn, gell? Hat dich ja platt gemacht.
Aber nun gut, Leute, dann schauen wir mal, ob wir den King ein wenig trainieren können und dann ihn zu einem besseren Gamer machen können. Jetzt machen wir aber erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play Persona 5 Royal. Bis zum nächsten Mal dann, auf Wiedersehen und ciao.